Sterne, Sterne, Sterne. Einer fehlt mir noch. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieser, dass der in diesem Turm hier ist. Ich nehme jetzt mal an, dass der letzte Code der ist, den man hinter den Extra-Stern-Dingern findet. Von daher wäre es auch vielleicht zu vermuten, dass man den letzten Stern findet an der Stelle, wo die Nachricht kam, dass, naja, ihr wisst schon. Dass der Code irgendwie versteckt ist. Das war die Nachricht von Shepard, meine ich. Ebene 3. Illumin hat mir einen Handel angeboten. Himmelspforten und ewiges Leben unter der Bedingung, dass ich mich vom Turm abwende. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Illumin kann mit dir sprechen. Findet Illumin dich noch? Okay. Ganz interessant. Okay, das wird ein interessantes Puzzle. Wo ist das richtige Teil? Da ist das richtige Teil. So. Und so und so. Ha! Mein Instinkt hat mich nicht getrogen. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen besser geworden in den Tetris-Sachen. Okay, wir haben einen Jammer. Wir nehmen kurz auf. Dann nehmen wir nochmal auf. Und schauen wir uns mal durch. Das war leicht. Wenn all dies nur ein Test war, dann kann ich an der Spitze ein Urteil erwarten. Doch umso höher ich klettere, desto mehr zweifle ich an meinen eigenen Entscheidungen. Ich verstehe nun, dass keiner von uns bereit ist. Der Kreislauf existiert, damit wir uns verbessern können. Aber der, der die Spitze erreicht, ist nicht besser als wir. Denn er steht auf unseren Schultern. Oh, Shepard, das hast du schön gesagt. Ja, ich stehe auf deinen Schultern. Aber nicht auf denen von Samsara. Samsara ist nämlich ein Depp. Shepard, du bist ganz okay. Shepard geht wenigstens der Erkenntnis nach. Okay, Computer, erzähl mir was. So, hier wäre dann das Osiris-Passwort gewesen. Genau. Das wir alles schon haben. 664. Das heißt, wir verziehen uns hier wieder. Ist da hinten was aufgegangen, dass wir hier raus können? Ja. Gut. Dann auf ins vierte Stockwerk. Wir werden langsam richtig, richtig hoch hier. Das Land liegt weit unter uns. Schon lange kein Fenster mehr gesehen auf so einer Ebene. Man soll da nicht runterspringen. Oh, jalalalaiai. Ein kompliziertes Tetris mal wieder. Weil wir lauter von diesen Eckteilen hier haben. Okay, machen wir mal hier eins rein, hier eins rein. Sah am Anfang ganz gut aus, am Ende nicht mehr so. Block. Also so kann es nicht gehen. So vielleicht.
Und dann müsste das hier oben irgendwie anders arrangiert werden. Da passt dann auch nichts mehr rein. Sieht alles noch nicht so ganz richtig aus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, mit den Quadraten bis zum Ende zu warten. Es wirkt etwas ungeschickt. Also so geht's nicht. Mal alles zurück. Was kann die Ecken gut ausfüllen? Das Teil kann die Ecken gut ausfüllen. Das Teil auch. Und dann können wir die Teile da oben drauf stellen. Aber hier oben ist das Ecken ausfüllen auch ein Problem. So irgendwie. Ja, das funktioniert. Wunderbare Symmetrie. Ich weiß gar nicht, wie lange meine Aufnahme schon läuft, aber das wird auf jeden Fall eine lange, die ich wahrscheinlich in unterschiedliche Stücke zerhacke. Ich nehme an, keiner hat es bisher so weit geschafft. Ich weiß nun, dass einige meiner Antworten falsch waren. Ich weiß aber einfach nicht, welche. Ich habe all diese Theorien und verrückten Erklärungen, aber ich weiß nicht, auf welche ich setzen soll. Der Ausweg aus dem Kreislauf liegt nicht in der Perfektion eines einzelnen Wesens, sondern muss einem gemeinsamen Unterfangen entspringen. Deshalb sage ich all jenen, die nach mir kommen, ich würde euch auf der Spitze erwarten und das, was ich gelernt habe, benutzen, um euch so gut ich kann zu helfen. Oh Shepard, wir wissen schon, wie dein Schicksal ist. Es tut mir sehr leid, mein Freund. Aber ich könnte hier runterspringen, glaube ich. Verlockend ist es ja. Nee, dann sterbe ich nur. Oder selbst wenn ich nicht sterbe, muss ich wieder hochfahren. Das probiere ich erst aus, wenn ich am Verzweifeln bin. Und noch irgendwelche Secrets suche. Okay, das ist der Ausgang. Gehen wir mal hier rein. Hier gibt es eine schöne, hohe Leiter. Führt zu einer Kiste. Und hier ist ein Schlüssel. Okay. Interessant. Der schwebt da einfach so rum. Da kann ich von oben dran springen, wenn ich da irgendwie hochkomme. Hier ist abgeschlossen. Hier ist eine Plattform. Okay, also mit der Kiste kann ich hier hochklettern. Kann auch die Kiste wieder nehmen. Ich kann die Plattform abstellen. Damit müsste ich eigentlich an den Schlüssel rankommen. Ja, das könnte gehen. Ach, hier ist also sogar eine Markierung. Ist ja nett. So. Also, wir machen Aufnahme. Wir nehmen die Plattform. Wir geben meinem Gegenüber eine Menge Zeit, um hier drauf zu kommen. Und dann marschieren wir hierher, gehen da drauf und hüpfen hoch. Das sollte reichen, um an den Schlüssel zu kommen. So. Jetzt aber schnell. Die Kiste brauche ich eigentlich nicht, oder? Doch. Das funktioniert. Gut, hab ihn. Dann können wir hier öffnen und dann sind wir schon durch, oder wie? Hier ist das Ausgangstor. Hier hinten ist nichts. Hier ist nur Zickzack. Oh, das Ausgangstor öffnet sich. Okay. Gucken wir mal in den Computer hier rein. Das werden dann die nächsten Nachrichten gewesen sein. Genau, heilige Zahlen. Mit der 556.
versucht auf jeden Fall jemand mir zu helfen. Ich meine, ich könnte auch einfach alle durchprobieren. Ich bin eine Maschine, ich sterbe nicht, ich hungere nicht, ich kann doch dreistellige Codes hier ohne größere Probleme durchprobieren. Es ist jetzt wirklich nicht besonders schwer. Das ist ja sogar als Mensch gut machbar. 1000 Zahlen? Geht. So, jetzt wird's spannend, weil für Stockwerk 6 haben wir noch keinen Code vorausbekommen. Okay, mal wieder ein großes Tetris. Ich fange einfach mal wieder irgendwie an. Weil irgendwie muss ich ja anfangen. Kann man das symmetrisch bauen? Ja, kann man. Das ist ein komplett symmetrisches Puzzle wieder. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Das wird doch wieder auf Anhieb was. Perfekte Symmetrie ist mir gerne lieb. Irgendwelche Plattformen unter mir, auf die ich runterspringen kann? Hm. Nummer 5. Ja, das hier, das ist doch schon wieder verdächtig. Da kann ich doch drauflaufen, oder? Hm, werde ich nachher ausprobieren. Zunächst gilt es hier ein Puzzle zu lösen. Werde ich dann ausprobieren, wenn ich jetzt hier keinen Code kriege. Hm. Okay. Mal wieder, da hinten ist der Ausgang. Also stürzen wir uns ins Puzzle rein. Hier ist wieder eine Leiter. Hier ist ein. Oh! Gott sei Dank gibt es hier immer noch eine Rückspulfunktion. Beziehungsweise, wenn ich rückspule, bin ich wahrscheinlich gestorben und habe einfach vorne alles nochmal gespielt. Das ist interessant hier. Das würde den nach oben pusten. Und der muss wahrscheinlich dahin gepustet werden. Das heißt, ich muss das Teil da. Und hier und. Och je. Okay. Habe ich verstanden? Habe ich verstanden. Ich möchte ihn runter. Danke. Das hier ist aus. Wo wird das angemacht? Ist das gerade gedreht oder sah das nur so aus? Also ich kann den Button nicht drücken und ihn rauslassen, dann sterbe ich. Das habe ich auch kapiert. Dieser Button hier macht die Tür auf. Gut, das können wir öffnen, kommen wir aber trotzdem nicht durch. Können wir gucken, ob dieser Button auch unten den Ventilator startet. Nein, tut er nicht. Das ist mir noch einigermaßen unklar. Ja, das Ding ist nicht an. Okay, also der läuft jetzt da hin und her. Ist in dem Raum bei ihm noch was gewesen? Ja. Oh, 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 oh. Okay, erstmal jammen. Okay, viel besser. So, den Jammer werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Noch einen Ausgang gab es hier nicht.
Den Türöffner müssen wir eigentlich nicht mehr bedienen. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie man Sachen da hochtransportiert. Also müsste es vielleicht da oben ein Button sein. Können wir mal ausprobieren. Gut, der ist ja schon beschwert. Hier gibt es weitere Leitern. Ich müsste irgendwie da rüberkommen. Wir können mal ausprobieren, ob wir den von unten zerlegen können. Ich kann den nicht zerlegen und ich kann auch nicht hochspringen. Ah, ich kann ihn jammen. Das kann ich. Also vermute ich jetzt einfach mal. Oh! Why? Why, 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 why? So, der ist gejammt. Dann, diese Leiter macht auch nicht das, was ich will. Lege ich mal die Kiste da drauf. Klettere hier hoch. Lege das da drauf. Hä? Der ist doch gejammt. Lass mich jetzt reinlegen hier. War nicht korrekt gejammt. So. Hier geht's wieder hoch. Der ist auch hier verpackt. So, ich kann hier die Kiste hochschicken. Aber dann natürlich nicht rüber. War ja klar. Im Prinzip muss ich da also was draufwerfen, was da liegen bleibt. Das wäre dann... das wäre dann ein Teil hier aus dieser Kollektion. So, damit haben wir das Ding hier hochgeschafft. Und jetzt würde ich ganz gerne den Jammer noch nach oben schaffen. Das sollte sich nicht als allzu schwierig erweisen. So. Ich würde hier gerne runter. Danke. So, der Plan ist jetzt wie folgt. Wir lassen unten das Vieh frei. Lassen es nach hier oben pusten. Und dann sehen wir weiter. Oder? Wir jammen einfach das Ding hier. Achso. Ja gut, jetzt warte mal. Moment. Ach, jetzt habe ich eins der Windräder da hinten runtergeschmissen. Das war natürlich auch nicht so klug.
Das hätte ich mir ja vorher denken können, dass das nicht so klug ist. Aber... trotzdem könnte das hier funktionieren. Ach, sieh an. Hier oben brauche ich also nochmal einen Jammer. Zwei Jammer. Zwei Jammer? Jetzt wird's mir wild. Es sind noch zwei Tore hier. Die kann ich doch gar nicht beide aufmachen. Hm, interessant. Interessant. Also auf jeden Fall mal muss dieser Ventilator wieder hier rein. Und damit puste ich das Vieh jetzt erstmal nach oben. Dann sehen wir weiter. So, das ist oben angekommen. Wir jammen das hier. Nee, eigentlich müssen wir... Oh, jetzt wird's schwierig. Das war vielleicht schon falsch. Es ist anstrengend. Okay, kurz schauen. Was kommt da rein? Wir wollen den da oben jammen. Wir wollen das Windrad da erstmal rausnehmen. Das muss man nämlich hier drauflegen. So, der ist gejammt. Was werfe ich jetzt da unten hin? Eigentlich habe ich nicht so viele Optionen, was ich da hinwerfen kann. Und eigentlich möchte ich dieses Windrad gar nicht runterwerfen, aber wie gesagt, ich habe nicht so viele Optionen. Ich kann mich selbst draufstellen. Das geht, ja. Ja, das geht. Damit kriege ich die Kiste hoch. Das ist ein guter Plan. Okay. Ausgezeichnet, wir hätten die Kiste. Den Jammer würde ich auch gerne hochtransportieren. Also machen wir das auf die gleiche Art und Weise. Müsste doch eigentlich gehen. Ha, das wird spannend. Ja, hört auf zu jammen, ne? Wir haben nicht aufgehört zu jammen, aber das ist auch nicht hochgeflogen.
möchte das Ding eigentlich gar nicht stören, ich möchte ihn nur absetzen. Also zentrierter geht's kaum. Achso, der muss ja auf der Kiste stehen, um hochzufliegen. Richtig. Ich erinnere mich, wie habe ich denn das eben gemacht? Habe ich das nicht so gemacht? Ah! Ah, ich habe ihn. Ich kann auch so. Ja, das geht auch. Das geht auch. Wunderbar. Ah, ich mach's mir wieder viel zu schwer hier. So, jetzt möchte ich das Viech hochjagen. Und dann dafür sorgen, dass das gleich hier rumkommt. Und dann möchte ich es zu einem strategischen Zeitpunkt jammen. Okay, schauen wir mal. Wir bauen das Zahnrad kurzfristig. Das ist das Windrad. Den Ventilator. Bauen den wieder ein. Gehen nach drüben und müssen das hier kurzfristig jammen. Eigentlich reicht es, wenn unser Geist das macht. Richtig. Oh, wie ist das denn? Oh. Das nochmal kurz rausnehmen. Das wäre am besten, wenn es. Ups. Wenn es von unten gejammt ist. Ich kann es nicht jammen, solange nichts drin sitzt. So. Warum kann ich das jetzt nicht jammen? Merkwürdig. Naja, okay. Es reicht trotzdem, um die da hoch zu befördern. Hole die Waldfee. Die Waldfee. Das ist echt scary hier. Hängt der jetzt fest? Oh na. Ah.